Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Heute das letzte Mal, denn heute ist es soweit. Heute ist Weihnachten. Und wie könnte es anderes sein, als dass ich heute natürlich die Geschichte vorlese, um die es geht. Dieses Jahr 2021 habe ich ja aus unterschiedlichen Bibelleseplänen Andachten vorgelesen aus der YouVersion Bible App. Und heute lese ich also die Weihnachtsgeschichte nach Lukas aus dem zweiten Kapitel. Lukas 2, 8 bis 11. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Die Hirten erschraken. Die erschraken sehr, das ist meistens so, wenn man einem Engel begegnet. Aber der Engel sagte, die zentrale Botschaft der Weihnachtsgeschichte, die zentrale Botschaft für uns in dieser Zeit, in der wir uns befinden, die Botschaft heißt, fürchte dich nicht. Der Engel sagt zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Denn heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen, derjenige oder dasjenige, das euch aus all dem Schlamassel herausretten wird. Und es ist Christus, der Herr, so sagt es der Engel damals zu den Hirten auf dem Feld. Jesus ist also geboren. Es ist Weihnachten geworden. Gott ist einer von uns geworden, Immanuel, mitten in unseren Alltag hinein. Er ist dahin gekommen, wohin noch kein Gott vor ihm gekommen ist. Der Retter ist auf die Welt gekommen. Das feiern wir heute. Die ersten Menschen, die von seiner Geburt gehört haben, waren einfache, ganz gewöhnliche Menschen. Es waren die Hirten auf dem Feld. Es waren keine Menschen, die eine besondere Qualifikation oder einen besonderen Stand in der Gesellschaft hatten. Ganz im Gegenteil, sie waren Außenseiter. Hirten, diesen Job wollte keiner machen. Das waren Gangster, Penner, was weiß ich. Die durften noch nicht mal vor Gericht als Zeugen aussagen. Und solchen Leuten hat Gott als allererstes die frohe Botschaft gebracht, dass sie sich nicht mehr zu fürchten brauchen, sondern dass es jetzt rund geht. Jesus ist unsere Stellung, unsere Qualifikation und unser Reichtum völlig egal. Der Retter der Menschheit ist geboren. Jesus kommt für dich und für mich auf diese Welt. Was für ein Grund zu feiern und diese Botschaft weiterzusagen. Frohe und gesegnete Weihnachten wünsche ich euch allen also. Und die Frage des Tages ist, wem kannst du heute durch deine Weihnachtsgrüße diese frohe Botschaft nahebringen? Das wäre doch mal etwas ganz Fantastisches. Und in diesem Sinne sage ich, Scotty, Energie, auf geht es in das Weihnachtswunder hinein. Verbreite frohe Botschaft, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Fürchte dich nicht, sondern sei gesegnet. Frohe Weihnachten.